Geballter Feminismus bedeutet für mich Selbstbestimmung für alle, gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit, Schutz vor Gewalt, alle Diskriminierungen mitzudenken, Männlichkeit zu hinterfragen und mindestens die Hälfte der Macht. Wir leben in einer Zeit, in der Gleichberechtigung ein Selbstverständnis sein sollte. Unabhängig von Alter, Religion, Herkunft, Hautfarbe und Geschlecht. Geballter Feminismus, weil viel zu oft großer Murks rauskommt, wenn zu wenig Frauen mitreden. Die Hälfte der Macht den Frauen, bitte schnell. Wir Bündnisgrüne kämpfen dafür, dass Frauen auch endlich in den internationalen Lieferketten gleichberechtigt behandelt werden. Dafür brauchen wir ein effektives Lieferkettengesetz und gescheite Handelsabkommen, die Umwelt- und Sozialstandards enthalten. Und das würde auch den Frauen helfen. Geballter Feminismus steht für mutige, selbstbewusste und starke Männer, die Gleichstellung auch als ihre Aufgabe sehen. Frauen macht Politik. Nur wo Frauen angemessen vertreten sind, werden auch ihre Interessen angemessen vertreten. Gemeinsam und mit geballtem Feminismus sorgen wir für faire Löhne, eine gerechte Verteilung von Familienarbeit und schaffen sexistische Strukturen ab. Geballter Feminismus bedeutet für mich, dass gerade in Corona-Zeiten Väter die Hälfte der Erziehungsarbeit für die Kinder leisten, denn Frauen haben genauso ein Recht, sich im Berufsleben zu verwirklichen wie Männer. Geballter Feminismus ist für mich das Wissen, dass hinter jeder starken Frau eine weitere kommt und noch eine und wir alle gemeinsam für die Rechte von Frauen kämpfen. Geballter Feminismus ist nach wie vor notwendig, denn nach wie vor sind Frauen in der Politik viel zu wenig vertreten und ihre Perspektive fehlt. Geballter Feminismus, das heißt für mich vor allem Respekt und Wertschätzung gegenüber allen Geschlechtern und entschlossenes Eintreten gegen jede Form der Herabwürdigung und Bedrohung, sei es im Alltag oder auch im Internet.